Heute back ich nicht, heute würz ich nicht, übermorgen schmeckt es trotzdem lecker auf dem Tisch. Ach, wie gut, dass niemand ahnt, heute wird mal nix verbrannt. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich mache heute etwas Feines zum Naschen. Die Idee dazu stammt von Keto. Den Link für Keto setze ich euch in die Videobeschreibung, dass ihr das Ganze angucken könnt, wer das ist. Fragt mich nicht, wie er richtig heißt. Ich sage auch nur Keto zu ihm. Ja, wir schauen uns mal die Zutaten an, denn das ist heute gar nicht so viel. Wir haben heute hier Schokolade, 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 Schokolade und noch mehr Schokolade. Dazu haben wir hier Cornflakes, ganz naturbelassene Cornflakes, also ohne Zucker, ohne irgendwelche Nüsse da drin oder sonst was. Und wir haben eine halbe Packung Knäckebrot. Los geht's! So, das hier ist jetzt das Knäckebrot. Und das tue ich jetzt richtig schön mit meinem Mörser schön zerstampfen, dass am Ende Knäckebrot Krümel rauskommen. Also nicht nur Krümel, sondern richtig, wie man es so schön sagt, Knäckebrotmehl. Ganz fein zerstampfen. Sollte es übrigens im Hintergrund knuspern, ist das der Kameramann, der hat gerade das Knäckebrot verköstigt und es, glaube ich, für gut befunden. Ich weiß gar nicht, welche Firma das ist, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gibt eine Firma, die machen so Schokolade mit Knäckebrotkrümeln drin und das sind so kleine Zuckerhütchen oder Schokohütchen. Wie heißen die? Knusperecken, Knusperz? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es das im Laden auch zu kaufen. Wer der Meinung ist, er möchte jetzt nicht unbedingt sein gutes, teures Knäckebrot in dieser wertvollen Zeit zerstampfen, da kann das natürlich auch schon fertig im Laden kaufen. So. Schaut mal. So wird das dann ungefähr aussehen. Ich mache jetzt noch die anderen Scheiben und dann sehen wir uns wieder. So, hier habe ich jetzt einen kleinen Topf mit Wasser aufgesetzt und dann gehen wir mal ein Stückchen nach links. Und hier habe ich eine Schüssel, da kommen jetzt hier die ganzen Kinderriegel und die ganzen Weihnachtsmänner zerbrochen in die Schüssel rein, dass wir die schmelzen können. So, der Kameramann legt jetzt auch das Handy mal weg zum Film und hilft mir bitte mit beim Auspacken. So, das ist jetzt unser Topf mit Schokolade. Also mit den Weihnachtsmännern und der Kinderschokolade. Ihr könnt natürlich auch andere Schokoladen nehmen. Tafelschokolade, Osterhasen, was ihr gerade so im Haus habt. Bloß wir hatten halt von Weihnachten, wie gesagt, noch ein paar Weihnachtsmänner übrig. Und auch die Kinderschokolade war noch übrig. Vorsicht, das Ganze wird heiß. Deshalb habe ich hier mein Schweinchen angezogen. Tachchen. Und versuche jetzt das Ganze hier ein bisschen umzurühren. Ich habe es nicht ins Wasserbad direkt gestellt, sondern nur in Wasserdampf. Weil im Wasserbad würde es womöglich anbrennen. Ich mache jetzt auch, mit dem Handschuh geht es nicht. So, mache jetzt auch die Herdplatte wieder aus, weil mir reicht das heiße Wasser. Und ich hoffe mal, dass das jetzt alles schön schmilzt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn alles schön geschmolzen ist. So, hier haben wir jetzt unsere schöne flüssige Schokolade. Naschkatzen, wie die kleine Crazy Cooking Queen, würden am liebsten drin baden. Aber das ist, glaube ich, zu warm zum Baden. So, hier habe ich jetzt das zerbröselte Knäckebrot. Und da schöpfe ich ungefähr die Hälfte der Schokolade hinein. Schöpf, schöpf. So, ich lasse das erstmal gut sein. Einmal umgerührt und dann tue ich das Ganze, also man soll das eigentlich so von der Konsistenz her dann so haben, dass man das schön auf ein Backblech legen kann zum Trocknen oder zum Abkühlen besser gesagt. Ich glaube, hier muss noch ein bisschen Schokolade rein, nicht viel, aber noch ein Klecks so. Nummer 1, Nummer 2, nochmal schön umrühren.
Ist euch denn inzwischen eingefallen, wie diese Knusperdinger heißen, die mit Knäckebrot so, diese kleinen Zipfelchen, das sind so goldene Tüten. Ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Alles schön durchtränkt mit Schokolade. Und jetzt müssen wir uns beeilen, dass die Schokolade nicht fest wird. Ich habe hier schon mein Backblech mit Frischhaltefolie ausgelegt und mache da so kleine Häufchen jetzt drauf. Wie gesagt, entweder man stellt sich auch auf dem Wasserbad oder man beeilt sich einfach. Man kann natürlich auch größere Mengen machen, wenn man das jetzt zum Beispiel, ich möchte die Sachen zu Ostern verschenken. An Mutti und an Vati und an Oma, Opa, Hinz und Kunz. Mal sehen, für wie viel es reicht. Und ob mein Magen nicht zuvorkommt. So, schön alles zusammen. Weil was nicht zusammen ist, hält auch nicht zusammen, wenn es kalt wird. So. Klicks. So, während ich das jetzt hier mache, könnt ihr schon mal euch vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder für die Cornflakes. So, und das gleiche, was wir jetzt mit den Knäckebrotbröseln gemacht haben, machen wir jetzt auch mit unseren Cornflakes. Auch die geben wir jetzt hier ran und rühren die schön vorsichtig unter die Schokolade, dass die Cornflakes alle schön klebrig werden, voll Schokolade. Ich hoffe mal, die Schokolade reicht, beziehungsweise es waren nicht zu viele Cornflakes jetzt. Weil ich habe, an Weihnachtsmännern habe ich jetzt nichts mehr. Wenn, dann müsste ich noch eine Tafel Schokolade schmelzen. Aber ich denke mal, das reicht schon an Schokolade hier. Hier hinten ist noch ganz viel. So. Ich bin immer noch nicht drauf gekommen, wie diese goldene Tüte von welcher Firma das auch immer war mit diesen Knusperdingern, wo Knäckebrot und Schokolade drin ist. Und ich habe beschlossen, da ich jetzt nicht drauf komme, mache ich das zu meiner Rätselaufgabe fürs nächste Mal. Meine Rätselaufgabe: Wie heißen diese verfickten kleinen süßen Dinger? Diese kleinen süßen verfickten Dinger? Die. Aua! Ich soll nicht verfickt sagen, sagt der Kameramann. Ich soll sagen, süße kleine schnuckliche Dinger. Ja, meine Jacke, meine Schürze. So. Ja, also nochmal. Ich möchte von euch als Quizfrage wissen, wie heißen diese süßen kleinen schnuckligen Dinger, die aussehen wie eine Pyramide und aus Schokolade und Knäckebrot bestehen? Und wenn ihr wisst, welche ich meine, wisst ihr natürlich auch die Marke dazu. Das ist jetzt eure Rätselaufgabe. Bis zum nächsten Mal. So. Wie ihr seht, die Cornflakes haben sich schön mit der Schokolade verbunden. Und auch hier mache ich jetzt wieder kleine Häufchen. Den Herd können wir erstmal ausstellen. So. Hier aufs Brettchen habe ich noch die restlichen mit Knäckebrot gemacht. Da war dann doch etwas mehr, als ich erhofft habe oder als ich auch gedacht habe. Und jetzt mache ich hier mit Cornflakes auch süße kleine Häufchen auf mein Brettchen. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns wieder. So. Die zweite Masse ist jetzt auch fertig. Und jetzt lasse ich das Ganze ungefähr 12 Stunden, 14 Stunden, 12 bis 14 Stunden hier bei Zimmertemperatur in der Küche, also wo es nicht ganz so warm ist, einfach stehen und auskühlen. Schatz, du kannst naschen kommen.